Jo Leute, willkommen wieder bei Final Fantasy, sage ich schon. Nee, bei Zelda The Wind Waker, sorry. Bei Final Fantasy, ey. Ja, so, Kumpel. Bla 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 bla. Gut. Ja, ich möchte es herzeigen. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Liebe muss wohl blind und taub machen. Sonst hätte er doch schon längst mitbekommen, wie vergeblich sein Bemühen ist. Da werde in Erinnerung an meine eigene Jugend wach. Als ich, aber lassen wir das. Die erste Aufgabe hast du jedenfalls mit Bravour bestanden. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein Spanner, Alter. Gut, kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er etwas mehr Mut fasst. Deine Aufgabe ist es nun, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Ob du diese Aufgabe... Blablabla, gut. Ich weiß auch, wo wir den finden. Ich glaube, der ist im Gasthaus. Schätze ich jetzt mal so nebenbei. Wo war das nochmal? Ne, hier war die Schule. War das nicht hier? Nee, hier oben war das nicht. Ah ja, ich weiß, wo es war. Das war doch bei diesem Eskimo-Typen da. Wo das war unser lustiger Brieffreund. Na, Kumpel, bist du wieder am Brief schüren? Mensch, der wirft doch am Tag 20 Dinge ein, oder? Glaubt mir fast. Ja, das müsste sein. Wie erschreckt man den bloß? Felicitas und Dolores sind wohlbehalten zurückgekehrt. Sie scheinen ziemlich viel durchgemacht zu haben. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Suchen Sie einen Nebenjob? Postsendungen sortieren und mehr. Alles gut. Dort. Hab voll Angst, ey. Nehmen wir mal ein besseres Foto. Na, so nicht. Nein. Mein Kumpel. Nein. Ach, den muss man besser erwischen, ey. So, komm. Link. Oh, fast geschafft. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt machen wir hier mal einen richtigen. Da ist es. Nein. Ich muss weiter weg. Ich glaube, das ist auch so, wenn man hier so dagegen rempelt. Ja, nimm nicht. Oh, dann eben so. Nein. Ich möchte eigentlich hier so zwischendurch, so hier. So, komm. Bitte lächeln, Kumpel. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Also, ich meine, Angst hat er ja bekommen. Ich glaube schon, dass der das ist. Ich weiß jetzt nicht, jetzt sieht man nicht die Hände, ne? Hm. Mal gucken, ne? Aber das war jetzt bis jetzt ziemlich einfach, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was die dritte Aufgabe war. Ach ja, ich muss mir die Fotos zeigen. Oho, ein verzüglicher Schnappschuss. Zweifelsohne, das muss der größte Feigling der Stadt sein. Auch diese Aufgabe hast du mit Bravour bestanden. Wirklich, eine nur köstlich diese Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hast du, blablabla. Das Lichtbild erlaubt, ich muss es behalten, ja. So, also dann, endlich ist es soweit. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind. Aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstohlenen Blick zu.
wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Diese Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen. Und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Deine Aufgabe ist es nun, den Moment auf Lichtbild zu bannen, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind. Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Hohoho, heitere Aussichten, nicht wahr? Also, streng dich an, mein Freund. Okay. Ich weiß auch schon, welche Frau das ist. Die steht auch gleich vorm Laden, glaube ich. Das müsste die hier sein. Hier gehen jede Menge Leute vorbei. Obwohl jemand auffällt, dass was für ein schönes neues Kleid ich trage. Okay. Ich glaube schon, dass das die ist. Aber wer ist der Typ, der da vorbeiläuft? Das kann eigentlich nur einer sein. Den haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gesehen. Das war nämlich unser komischer Couchstar, der so, ja, junge Männer laufen schön, ne? Da oben läuft er rum, der Kumpel. So Leute, ich werde nämlich mal kurz einen Schnitt machen und wir sehen uns dann, wenn der Typ an dieser Frau vorbeiläuft oder beziehungsweise wenn er in der Nähe ist. Also bis gleich. So, und dann bin ich wieder, Leute, da läuft er auch schon hier nach oben. Und da steht auch die Holde Maid. So, jetzt mache ich mich mal bereit. Wenn sie sich einen Blick zuwerfen, ich glaube, das sind die beiden. Wow, voll erwischt. Und daran erkennt man, dass sie sich lieben. Alles klar. Oder in sich... Ja, wie schon, ne? Naja, der Typ hat der Vorstellung vor allem so... Und dann vorbei. Ach ja, ich muss ihm das Foto zeigen. Mensch. So. Oh, ein verzüglicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nicht davon mitbekommen habe und dabei lebe ich hier auch schon so manche Linsen. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Ja, alles klar. Bravo, du hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als mein Assistent betrachten. Zur Belohnung will ich dir noch dies hier geben. Die Dame neben meinte jedenfalls, solche seien sehr kostbar. Oh Gott, ey. Ja, das kennt man ja, ne? Von nun sind unsere Seelen für immer verbunden, egal ob Regen oder Sturm. Lass uns gemeinsam den ehrbaren Weg der Fotografie gehen, auf das uns die Motive nie ausgehen mögen. Hohoho, ja toll. So Kumpel, guck dir mal dieses Foto hier an. Hä? Kastei um? Oh Mann, ist das Foto scheiße? Oh nein! Naja, tschüss, Mann. Toll, war das Foto scheiße? Nein! Okay. Es gibt bessere Fotos. Na Kumpel, was geht? Hey du! Du stehst da im Weg, verschwinde na los. Ups, Entschuldigung, das war unverschämt. Das ist wohl die Macht der Gewohnheit. Tut mir leid, wirklich leid. Willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem berühmten Marktstand von Portemonnaie. Ach ja, okay. Wo ist eigentlich der Alte hin, der immer gesagt hat, oh, ich brauche meine Tochter. Oh mein Gott. So Leute, wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen erstmal. Jetzt habe ich genug hier rumgedödelt. Ich bin ja eher so ein Typ für die Action.
Ich meine, jetzt wo wir ja diesen Strudel da haben, um uns schnell irgendwo hin zu teleportieren, können die Nebenquests auch noch kommen. Oh Gott, wie ging es nochmal? Oh Gott, ich gucke lieber nach, bevor ich verzweifle. Hoch, links, rechts, gut. Mal die Windrichtung ändern, dass wir auch schön nach oben kommen. Ist ja nicht mehr weit weg. Ne? Nach oben. Ab in den Norden. So. So. So, mal ein wenig größer machen hier. Oh, da sieht man, glaube ich, auch schon die Insel. Ja, die lustige Musik ist weg. Und die lustige Seemusik ist da. Das Wetter ist gut. Keine Monster oder Seemonster oder sonst irgendwas. Mensch, das Kabel ist zu kurz. Ach ja, ist das Wetter nicht schön? Absolut, mein Freund. Ja, dann werden wir mal zu unserer letzten und vorletzten Prüfung gehen. Jetzt sind, naja, vorletzte eigentlich nicht, ja, die zwei Tempel jetzt, die wir da besuchen sollen, mal gucken sollen, was da los ist. Waren wir da oben eigentlich schon mal neben? Ich muss gerade mal darauf achten, ob irgendwo unser Fischmann... Fischtyp irgendwo rumspringt. Ah, da ist er. Den wolltet ihr ja, oder ein Zuschauer zumindest, immer drin behalten, weil der irgendwie was labert immer. Ne? Erstmal das Futter ausstatten. Oh, Kumpel. Ja, bla 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 bla, gut, und mal was auf die Karte. Dann labert er erst nachdem er was aufgemalt hat. Seefeeinsel. So, dann erzähl mal was. Gibst du in die Höhlen der Eingang wegen diesem heftigen starken Wind unzugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Haha, ich kann es dir nicht verdenken. Und da ich ja kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten. Fahr 5 Regionen nach Süden und eine Region nach Osten. Und du kommst zur Firninsel. Da findest du ein Artefakt, das dich schwer macht wie ein Berg. 5 Regionen nach Süden und eine Region nach Osten. Ein Berg trotzt natürlich jedem Orkanwind, wenn du verstehst, was ich meine. Das wäre soweit von mir. Aha. Also quasi dahin. Oder? 5 Regionen. 1, 2, 3, 4, 5. Also genau hier. Werde ich mir merken. Da können wir hier, glaube ich, jetzt gar nicht weiter, oder? Boah, Junge, was ist denn da los? Oh Gott! Boah, Junge! Angriff! Piratenangriff! So, dann müssen wir halt doch runter. Ja, falsch. Das war ein Kanonensturms. Weiß ich, ob wir da auch gleich hinkommen zur Firninsel? Nicht ganz.
Aber wir kommen bis dahin. Ich weiß gar nicht, ob sich das immer ändert, aber... Wir können nur an bestimmte Stellen fliegen. Aber wir können auch an Stellen fliegen, wo wir dran fahren. Mal sehen, ob unser Fischigler immer da ist. Weil das haben wir ja auch nicht auf unserer Karte. Fischi. Ah, da drüben. Springt er herum. Der Wind ist zwar nicht so gut. Na, Kumpel, brauchst mal was zu fressen. So, mal sehen, was der uns erzählt. Also 5 nach Süden und einer nach Osten. Haben wir uns ja gemerkt. So, der labert wieder dasselbe wie jeder andere und dann springt er uns mal kräftig an hier und zeichnet uns was drauf? Ein Herz. Ich verrate dir jetzt mal was, Jungchen. Unter den schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Wenn du mir nicht glaubst, dann grab doch mal selbst mal. Das wäre soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon... Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du dein Video selbst angucken. Alles klar, Mann, mach ich doch. So, ich gehe jetzt erstmal auf die Insel da. Weil hier irgendwas ein Feen-Ding stand, oder? Ach. Feen-Kordial, ja, okay. Hallo Mann von Bord! Boah! Da gibt's noch einen Briefkasten. Oh, blauer! Oh, fuck. Blau sind ganz selten. Mhm, was blockiert hier? Ja, okay. Das wollte ich tun. Dann wollte ich mal... Das können wir bestimmt wegblasen. Wie viel Kohle kann ich jetzt irgendwie schleppen? 600 oder 900? Ich weiß es gar nicht. Geil. Hier ist auf jeden Fall eine Fee drin. Ha, mal sehen, was die für uns hat. Moin, was geht? Boah, der hat wieder 4 Arme. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Queste zu erleichtern. Alles klar. Man, hier gibt so viel Feen in dem Spiel, ne? Boah. Oh, du hast jetzt 99 Bomben, kann ich jetzt schleppen. Die Feen dieser Quelle werden deine Wunden heilen. Lalalala. Solltest du erschöpft vom Kampf sein, komm doch mal wieder auf Beine. Tschüss. Und tschüss. Ne, wir haben noch Suppe von Oma, ey. Oma ist übelst. So. Alles klar, jetzt haben wir mächtige Bomben. Hä, der kommt schon wieder? Ich dachte, die kommen immer nur einmal. Oh fuck, der fackelt ab, ey. Ach so, ja. Hm, der wirft dann was anderes ab. Roter Leuen-Typ. Wo bist du ja? So. Wie steht der Wind? Schlecht. Oh Gott. Jetzt bin ich schon... Oh, jetzt hab ich schon wieder vergessen, Leute. Naja.
Ich bin zu vergesslich. Gut, dass man nachgucken kann. Nach Osten. Wir müssen ja nur eins weiter. Kann man das Inselchen noch von hier schon aussehen? Oder ist es der komische undefinierbare Fleck da? Oh, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Dann gucken wir mal. Ne, hier nicht. Gucken wir mal von der anderen Seite. Da ist auch nichts. Vielleicht da? Nee. Nee. Nicht gut. Nein, ich möchte nicht singen. Ja, im Osten. Aber es sind drei Inseln. Da ist eine und das ist eine. Und jetzt ist auch noch Nacht. Wir haben jetzt schon wieder weggeblasen von irgendwas. Was mir übrigens aufgefallen ist, wir haben noch kein Seeungeheuer gesehen. Die soll es ja auch gehen. Also ich möchte jetzt nichts... Jo. Also ich möchte jetzt nichts heraufbeschwören. Jetzt kann man den Fisch natürlich schlecht sehen in der Nacht. Oder könnt ihr ihn sehen? Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Das ist doch viel zu weit, oder? Ich schwimme doch schon viel zu weit, oder? Ich glaube schon. Viel zu weit unterwegs. Ich glaube, ich muss dahin. Jetzt muss ich mal kurz die Tiernummer trillern. Und ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu lange spiele. Genau da lang. Gucken wir mal uns da um. Da scheint mächtig die Party abzugehen. Wo schwimmt da was? Oh, das sieht nicht gut aus. Ihr Penner. So, auf jeden Fall spielen hier schon wieder Piraten rum. Boah, kalt. Ach du Scheiße! Warte mal, könnten wir da nicht was dran ändern?
Aha. Ach du Scheiße. Wir standen wir nicht so Eis? Nein. Jetzt muss ich doch noch weitermachen, ne? Oh Mann, überzieh mal wieder kräftig. 5 Minuten Zeit. Jetzt bin ich genau dahinter. Ist gut. Klingt beruhigt dich. Ganz gut. So. Oh Gott, ey, wo muss ich hier rumlaufen? Kann ich die Schuhe nicht schon vorher haben? Oh, was ist man denn da? Auf jeden Fall eine üble Kiste. Ja, muss es jetzt schneien. Jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Also wenn wir in der Höhle sind, wir die Zeit abgelaufen ist. Oh Gott. Oh, knapp. So, jetzt rüber. Boah, geschafft. Vielleicht geht es ja nur, wenn diese Kiste oder was, wo es auch immer versteckt sein soll, noch da ist. Ne? Dann geht es vielleicht nicht mehr, wenn es weg ist. Oh shit. Da hinten ist eine Kiste, da hinten ist eine Kiste, gut. Oh, ihr Penner. Oh, geht weg. Oh fuck. Link. Kein Scheiß. Oh shit. Na? So, warte mal, warte mal, warte mal. Nein. So, erwischt. Ach komm, wir laufen jetzt erstmal da hoch. Na, ganz cool. Gut geschafft. So, mal gucken, was wir hier drin haben. Na, das können ja nur die Stiefel sein, oder? Boah, die Eisenstiefel gefunden. Boah, krass. So Leute, und jetzt beende ich hier genau hier den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Also bis dann und ciao.